Hallo, meine Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind in Teil 3 angekommen von dieser Serie, warum es in der heutigen Zeit clever ist, ein eigenes Online-Business aufzubauen. Das letzte Mal haben wir über die Stolpersteine gesprochen und heute sprechen wir über die Birkenstock-Empfehlung. Genau, über das werden wir heute sprechen. Aber wir haben natürlich einen größeren Rahmen darüber, bevor wir da ins Detail reingehen. So, und zwar geht es darum, wir haben die Stolpersteine besprochen und jetzt geht es ganz konkret darum, ja, wie kann ich dann jetzt starten? So von der Vogelperspektive runtergeschaut, welche Methode ist denn für mich persönlich am besten, um meine persönliche Freiheit aufzubauen, um wirklich so das Steuerrad meines eigenen Lebens in der Hand zu haben und nicht nur auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Darüber wollen wir sprechen. Welche Methoden haben sich bewährt? Welche Methoden kenne ich? Was sind die Vor- und die Nachteile? Und wo solltest du dich vielleicht einfach mal rein, sag ich mal, ja, da mal reinschauen und überlegen für dich, wäre das auch der beste Weg für dich selber. Ich kann natürlich immer nur meine persönliche Erfahrung teilen, wie ich es geschafft habe, damals mit 18, mit wirklich gar nichts, ein Business aufzubauen in über 30 Länder und ja, einfach ein Riesen-Business zu haben, x Millionen damit verdient und einfach eine Community aufzubauen, die ich liebe, sprich, ich liebe das, was ich tue und das ist, andere Menschen groß zu machen. Ich liebe es, jeden Tag selber zu entscheiden. Ich liebe es, Zeit mit meiner Tochter zu haben. Ich liebe es, das Leben so zu führen, dass ich jeden Tag selber entscheiden kann. Und das ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein Privileg, weil es gibt ja vieles da draußen im Außen, wo ich mich gar nicht zu viel darauf konzentrieren möchte, sondern ich versuche immer, mich darauf zu konzentrieren, was kann ich verändern? Was kann ich beitragen für eine bessere Welt? So, aus meiner Sicht, wie kann ich Menschen groß machen? Und ich glaube, es ist immer ein Energiethema und umso mehr Menschen für sich merken, hey, ich kann das auch. Ich kann auch Positives bewegen auf der Welt. Ich kann wirklich was verändern. Umso positiver ist es für uns alle. Weil die Realität ist, und ich habe diesen Vergleich schon mal gemacht, hier in dieser Serie, wenn du dir vorstellst, dass du jeden Morgen bei 100% Energie wärst, wie vielleicht dein Smartphone, was du über die Nacht ladest und am nächsten Morgen ist bei 100%. Und es gibt halt viele Menschen, die fangen halt bei 60 oder 62% an oder vielleicht sogar unter 50. Und das ist richtig schlecht. Warum? Weil sie in diesem Hamsterrad sind. Weil sie das Gefühl haben, ich komme nicht vorwärts. Weil sie nicht dieses Licht haben, nicht so ein Leuchtturm vor sich, wo sie das Gefühl haben, ich kann jetzt wirklich was verändern. Ich kann meine Träume realisieren. Ich glaube, ab dem Moment, wo Menschen brechen, das heißt brechen meine ich mit, sie begraben ihre Träume. Das wirklich, was sie intrinsisch motiviert, weil ihr Gefühl ist, ich kann es sowieso nicht erreichen. Ab dem Moment bricht was zusammen in dieser Welt. Und viele Menschen sind dann irgendwo nur noch geführt von außen, weil sie nicht mehr an ihre innere Kraft glauben. Und ich glaube daran, dass du dein Potenzial wirklich entschlüsseln kannst und wirklich alles erreichen kannst, wenn du das Richtige tust. Und vielleicht kann ich dir helfen, dem ganzen Ziel ein bisschen näher zu kommen, indem ich dir einfach aus meinen über 22 Jahre Erfahrung sage, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und was sind die Vorteile? Und wo könnte ich dich vielleicht auch unterstützen, damit du wirklich ein Gefühl dafür kriegst, es ist möglich und vor allem, wie ist es möglich? Genau. Also, Vogelperspektive. Ich habe meinen Traum. Ich habe mir den vielleicht auch aufgeschrieben. Ich finde es immer gut, wenn du eine Mission hast. Das heißt, was will ich bewegen? Und diese ganze Mission, was du hast, welche Vision kann daraus entstehen?
Also das heißt, für was möchtest du einstehen? Ich stehe zum Beispiel für das ein, dass Menschen sicher jeden Monat 5.000 Euro oder sogar 10.000 Euro verdienen können, ohne dass sie ihr ganzes Leben für diese Firma oder den Bereich aufgeben müssen, sondern ich bin überzeugt, dass in der heutigen Zeit du das verdienen kannst und du verdienst es wirklich, ohne dass du was aufgeben musst, ohne dass du wahnsinnig viel Zeit reingeben musst. Ich bin überzeugt, du kannst es mit 5 bis 10 Stunden in der Woche rocken. Wenn du einen klaren Weg hast und 100% reingehst und wirklich einen klaren Plan hast und es einfach richtig machst. Ein wichtiger Punkt dort ist immer, du musst Verantwortung übernehmen und du musst eine Vision aufbauen. Alle große Unternehmer, alle Menschen, die wirklich was gerockt haben, haben eine Vision im Kopf. Und diese Vision, die ist einfach da und das ist wie dein Navigationssystem, weil du einfach jeden Tag so brennst, diese Mission und Vision zu erreichen und diesen Weg zu gehen. Und jeden Tag, wenn du ins Bett gehst, überlegst du dir, hey, was habe ich heute getan, um dieser Vision einen Schritt näher zu kommen? Weil das Schlimmste aus meiner Sicht im Leben ist, wenn du am Abend ins Bett gehst und einfach innerlich sagen musst, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich jetzt einen Schritt weitergekommen bin oder nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach wieder stehen geblieben. Und das ist schade, weil du jeden Tag Verbindungen schaffen kannst, dein Netzwerk aufbauen kannst, etc., um deinem Ziel, deiner Vision, deinem Traum näher zu kommen. So, und die Frage ist, du hast jetzt deinen Traum, was gibt es für Möglichkeiten? Und die gehen wir jetzt durch. Die eine Variante, das ist das, was viele kennen, so wachsen sie auf, so werden sie ins System vielfach auch reingeboren, ist so dieses klassische Angestellte. Das wird uns ja eigentlich immer beigebracht von klein auf, alle sind gleich, du musst eigentlich funktionieren in einem System und vieles geht da hinein, dass Angestellte aufgebaut werden, also Angestellten-Denken. Das sehe ich in der heutigen Zeit ein Riesenproblem, weil sich vieles verändern wird. Das habe ich auch schon ein, zweimal angesprochen, gerade Thema künstliche Intelligenz, Computerisierung. Da kann man sich selber mal schlau machen. Also in den nächsten 10 Jahren würde ich jetzt behaupten, verändert sich das so viel, dass das richtig, richtig unsicher ist. Ich glaube im Gegenteil, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du angestellt bist, ist total okay. Aber ich würde mir jetzt einen Plan B aufbauen zu 100%, damit du selber am Steuerrad bist deines Lebens und nicht auf dem Beifahrersitz, wo du das ganze Thema gar nicht mehr bestimmen kannst, wo die Reise hingeht. Und vielleicht hast du Familie, Verantwortung, umso wichtiger, umso cleverer ist es in der heutigen Zeit zu sagen, okay, 5, 10 Stunden in der Woche arbeite ich mit absoluten Profis und lerne, wie es geht. Was ist noch die Schwierigkeit im klassischen Angestelltenverhältnis? Klar, Zeit gegen Geld, du bist begrenzt. Was ist positiv? Es gibt auf jeden Fall auch Positives für die Leute, wo sie sich dann auch sicher fühlen, obwohl es diese Sicherheit eigentlich nie gibt. Also ich glaube, Sicherheit kann nie im Außen entstehen, nur im Inneren, also nur bei dir. Aber das wird natürlich transportiert. Also du verdienst zwar nur einen Bruchteil von dem du wert bist normalerweise und du wirst wahrscheinlich immer gedeckelt sein. Das heißt, ab einem gewissen Bereich kannst du nicht mehr verdienen, obwohl du vielleicht 10-mal die bessere Leistung bringst wie dein Chef oder wer auch immer, sondern das ist halt Teil des Systems, dass das nicht geht. Aber was natürlich der Mensch auch gerne hat, ist eben dieses Gefühl von, ich kann auch irgendwo in der Komfortzone bleiben. Und Komfortzone heißt, ich gehe so und so viele Stunden arbeiten und kriege dann Ende Monat meinen Lohn und es ist alles gut. Ich bleibe eigentlich immer da drin und fühle mich im ersten Moment richtig gut, bis ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich merke, eigentlich arbeite ich gar nicht für meine eigenen Träume und Ziele, sondern für die Träume meines Chefes oder des Unternehmens oder was auch immer. So, also für mich persönlich war das kein Weg. Ich glaube auch, dass sich vieles ganz neu entwickelt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es clever ist und auch wichtig ist, dass du in der heutigen Zeit dich unternehmerisch weiterbildest.
Und da ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt schon weiß, okay, dieses klassische Zeit gegen Geld, da weiß ich, da kann ich meine Träume nicht damit verwirklichen. Da musst jetzt du überlegen, kann ich damit meine Träume verwirklichen? Wir wissen, dass die meisten Menschen total ins Struggle kommen, wenn sie in Rente kommen. Ich kenne ganz viele mittlerweile, die haben ein echt Problem. Weil das ganze Thema mit der Inflation, das war ja jetzt durch die letzte Krise. Ob die jetzt geschaffen wurde oder nicht oder einfach so passiert ist, da kann jeder seine eigene Meinung haben und nicht jeder befasst sich gleich und es spielt auch keine Rolle, weil das Endresultat ist das, was wir haben. Aber was bedeutet es, wenn Staaten Minus machen und brutal viel Geld ins System reinhauen, wie jetzt zum Beispiel bei der letzten Krise, es passiert automatisch, dass eine Inflation entsteht. So, und die Inflation und die Verteuerung ist natürlich gerade für die kleineren und die mittleren Schicht extrem schwierig zu bewältigen. Das heißt, sie haben eigentlich alles richtig gemacht, sie haben genau das gemacht, diese Menschen, was man immer sagt, mach das, sei brav, mach das, mach das, mach das. Und irgendwann kommen die in die Rente und haben einfach nichts. Also sie können nicht mehr wirklich davon leben, weil sie nichts haben. So, das ist schon crazy und ich habe gerade ein paar Beispiele bei mir im erweiterten Rahmenumfeld. Und das ist schon crazy, man muss sich nicht schämen, weil es betrifft so viele Menschen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, vorzusorgen. Was kann ich machen, dass ich mein Leben wirklich selber im Griff habe? So, natürlich stellt sich jetzt der eine oder andere die Frage, was hat das mit der Birkenstock-Empfehlung zu tun? Aber da kommen wir später noch dazu. Ganz zum Schluss wird dir das ganz, ganz klar sein. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann ein Unternehmen gründen. Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, ich mache zum Beispiel ein Kosmetikstudio, ein Friseursalon. Es gibt tausend Sachen. Du weißt das selber. Sportgeschäft, was auch immer. Du kannst mit Dienstleistungen anbieten. Dienstleistung ist meistens auch im kleinen Rahmen natürlich möglich. Bei so klassischen Selbstständigen in einem Kleinunternehmen ist es ja vielfach so, und da kommt der Name her, viele von denen arbeiten selber und ständig. So, das heißt, auch hier ist wieder das Problem Zeit gegen Geld, jetzt so in klassischer Ladenform. Das Problem so als Kleinunternehmer mit Dienstleistung ist somit auch die Zeit. Das andere ist Ladenlokal, meistens kostet das richtig Geld. Dann das Thema Werbung ist ein großes Thema. Du kannst zwar selbstständiger entscheiden und kannst sicher auch gut Geld verdienen, gar keine Frage. Aber die Konkurrenz ist natürlich auch sehr, sehr groß und du hast auch ein enormes Risiko. Also man kann dir auch mal den Laden schließen oder was auch immer. Du bist halt auch orts bezogen. Du bist halt an diesem Ort und da ist dein Geschäft. Also hast du in vielen Geschäften, egal was du jetzt machst, aber in vielen Bereichen hast du auch eine gewisse Grenze, weil Menschen je nach Geschäft oder wenn du jetzt ein Restaurant hast, die kommen vielleicht nicht 200 Kilometer Anreise in dein Restaurant, um eine Pizza zu essen. Also du hast nur den Umkreis, wo du gerade bist, mit natürlich Ausnahmen. Und natürlich, wenn du absolut top, 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 top bist, dann gewinnst du am Schluss immer. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber ich sage jetzt mal so, der Durchschnittliche hat da sicherlich auch Begrenzungen und Themen, die schwierig sind. Aber ich denke, unternehmerisch zu denken ist schon um einiges besser als nur klassischer Angestellter zu sein. Aber das ist mein Unternehmerherz. Also ich konnte mir nie vorstellen, 30, 40 Jahre zu arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Das bin einfach nicht ich. Und ich höre halt immer wieder, wie Menschen danach sagen, eben der Chef und da und da und da und viele Branchen sind natürlich katastrophal und ja. Was da halt alles passiert, auch in den Köpfen der Leute. Und dann sage ich mir immer, okay, gut, warum tust du dir das an? Bau was Eigenes. So, und da fehlt dann vielleicht manchmal dann doch auch der Mut. Also grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, nicht Opfer zu spielen, sondern immer Lösungen sich zu überlegen. Also wenn mir zu jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe ein Problem, dann sage ich immer, behalte es bei dir, weil sonst habe ich auch ein Problem.
Wenn der aber sagt, du, ich habe die Herausforderung, aber ich würde das gerne ändern, was hältst du von dieser Idee? Dann helfe ich natürlich gerne mit. Also ist ganz, ganz wichtig, wir müssen flexibel im Kopf bleiben und überlegen, hey, was gibt es für Möglichkeiten, wo ich selber langfristig sagen kann, und ich bin seit 22 Jahren in meinem Bereich Unternehmer, wo ich langfristig weiß, da bin ich auf der sicheren Seite. Und bei mir ist es ja mehr als mein halbes Leben. Also ich glaube, es gibt viele, die machen einfach mal was, dann machen sie was anderes, mal was anderes, mal was anderes. Sie laufen eigentlich nur dorthin, wo das große Geld lockt. Und die verkaufen sich aus meiner Sicht eigentlich selber. Wie so klassisch acht Angestellte, der geht ja vielfach nur arbeiten, weil er muss. Weil er finanziell muss. Wenn du die fragen würdest, hey, was würdest du tun, wenn du jetzt 10 Millionen auf der Bank hättest, würdest du genau normal arbeiten gehen oder in dein Ladenlokal reingehen? Sagen die meisten von denen, nö, würde ich nicht machen. Also machst du es ja nur wegen Geld. So, und ich kann euch sagen, das, was ich tue, mache ich, weil es mich befriedigt, weil ich es liebe, weil ich es liebe, Menschen groß zu machen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass es einen Grund gibt, warum ich auf dieser Welt bin und dass mich das auch glücklich macht, anderen Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und ich es traurig finde, wie viele Menschen nicht an sich selber glauben, obwohl sie das Potenzial in sich hätten. Jeder hat es, aber du musst den Mut haben, es aufzubrechen, die Ketten aufzubrechen. So, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gut, also Kleinunternehmen, Möglichkeit, gibt es Menschen, die ich kenne, die das 20 Jahre machen, 30 Jahre, 40 Jahre, tolle Leute, die dann plötzlich auch mit mir noch zusammenarbeiten, nebenberuflich. Und das ist geil, weil im Endeffekt ist es vielfach so, die wissen natürlich auch, wie es geht. Die haben so ein bisschen dieses unternehmerische Denken und dann ist es noch einfacher, wenn du jetzt plötzlich ein Tool hast, was nicht begrenzt ist, sondern gegen oben offen. Weil wenn du ein Ladenlokal hast, bist du vielfach auch zeitlich begrenzt, je nachdem, wie viele Angestellte du hast, etc. und, und. Genau. Oder willst du das überhaupt? Kleinunternehmen ist ja vielfach dann auch so, dass ich sage, okay, ich will es auch selber machen oder habe vielleicht noch einen Partner oder so. Aber ist aus meiner Sicht auch nicht die Option, um wirkliche Freiheit zu erreichen, normalerweise. Du hast selber die Möglichkeit, selber zu entscheiden, klar. Deswegen heißt es ja bei Selbstständigen immer so im klassischen kleinen Unternehmerbereich selber und ständig. Die arbeiten selber und ständig und das hat schon ein bisschen was bei ganz, ganz vielen. So, dritte Alternative, bewährtes Konzept, Franchise. Also McDonald's ist Franchise, Starbucks ist Franchise, Body Shop ist Franchise. Das heißt, du kaufst eine Lizenz, die meistens sehr teuer ist bei einer etablierten Marke. Die geben dir die Rahmenbedingungen vor. Du lernst, wie das geht. Und wenn die möchten, geben sie dir diese Lizenz. Und du kannst deinen eigenen Laden aufbauen. Der Vorteil ist, die Marke, der Brand ist quasi schon da. Du musst nicht speziell Werbung machen für den Brand, weil die Marke ist schon bekannt oder die wird weiterhin bekannt gemacht. Nachteil ist, du gibst immer Lizenzgebühren ab. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, die können dir auch reinreden. Du kannst je nach Vertrag nicht einfach alles machen, sondern der Brand bestimmt mit. Das heißt, es ist natürlich in jedem Vertrag ein bisschen anders. Aber ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ja, ist eine tolle Möglichkeit. Franchising ist sicher auch bewährt, das ist gar keine Frage. Aber auch da ist das Risiko natürlich relativ groß, die Verantwortung relativ groß und ist auch immer noch standortbezogen. Also für mich hat das auch nichts mit Freiheit zu tun, wenn ich an einem Ort sein muss. So. Franchising, sicher eine tolle Gelegenheit. Ich glaube, es gibt in vielen Bereichen dort spannende Konzepte. Es ist nicht etwas, was ich selber gemacht habe. Ich habe viele Kollegen, Freunde, die in dem Bereich unterwegs sind und das funktioniert. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wenn du jetzt bei Null startest, was ist heute in dem Moment das, was dich am schnellsten dorthin bringt, dass du wirklich frei bist? So. Und da glaube ich, gibt es bessere Möglichkeiten. So,
Ich wollte noch was dazu sagen mit dem ganzen Birkenstock. Da wollte ich dir ein Beispiel machen. Birkenstock finde ich heute eine richtig geile Marke. Ich muss ehrlich sagen, stilmäßig war das für mich immer so, so lala. Also ich war jetzt nie der, der jetzt begeistert Birkenstock gekauft hat. Ich glaube, ich hatte in der Schule mal Birkenstock Finken für die Schule damals. Das weiß ich noch von ganz, ganz früher. Aber ich habe jetzt vor ein paar Monaten Birkenstock gekauft. So. Und zwar waren wir beim Campen, dann waren wir einkaufen und ja, meine Frau wollte da mal was testen und dann wusste ich, okay, ich brauche so oder so neue Schlappen. Und dann habe ich die probiert und ich fand die mega bequem. Also richtig, richtig bequem. Und ich muss sagen, ich liebe sie heute. Und zwar gibt es viele Gründe. Ich bin jemand, der immer wieder mal auch ein bisschen, gerade wenn das Wetter umschlägt, kalte Füße hat. Das habe ich mit denen überhaupt nicht mehr. Also ich liebe sie. Ich kann die grundsätzlich überall anziehen. Ich finde sie mittlerweile auch schön, aber wahrscheinlich, weil mir sie so bequem sind und weil ich sie so gerne anziehe. Und ja, ich empfehle sie täglich. Das heißt, immer wieder, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und das ein Thema ist oder die, ja, gut, täglich ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde es immer empfehlen, wenn Menschen mich danach fragen, weil ich es ein geiles Produkt finde. So, und jetzt überleg dir mal, dass du die Möglichkeit hättest. Es ist nicht so, aber stell dir mal vor, Birkenstock würde mir sagen, hey, jedes Mal, wenn du uns einen Kunden bringst, also jedes Mal, wenn du davon sprichst und du empfiehlst uns und der bestellt jetzt bei uns, kriegst du 10 bis 30% oder 40 oder 50% von diesem Schuh. Weil sie einfach sagen, okay, dadurch können wir die ganze Werbung und alles einsparen, weil das ja Millionen kostet in der heutigen Zeit. Heute musst du ja immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr Werbung schalten, weil die Menschen völlig überflutet sind. So. Und stell dir mal vor, du könntest das so machen bei Birkenstock. Du hättest einen eigenen Shoplink, du kannst das den Shoplink weiterempfehlen und wenn Menschen dort jetzt bestellen und immer wieder, wenn die kaufen, kriegst du einfach bis zu 50% zum Beispiel, weil das ist das Geld, was normalerweise in Werbung investiert wird. So, und du kriegst dieses Geld einfach. Und spannend ist nicht nur einmal, sondern lebenslänglich. Das heißt, du hast zum Beispiel den Tommy, der kauft jetzt so einen Schuh. Und immer wenn der wieder einen kauft bei Birkenstock, über deinen Link, der ist einfach über ein Affiliate sozusagen eingetragen, partizipierst du mit. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Was würdest du tun? Du würdest wahrscheinlich nie mehr was anderes machen, als diesen Schuh weiterzuempfehlen. So, und jetzt kommen wir zum vierten Bereich, der mich begeistert. Und zwar werde zum Community Builder, werde zu der Person, die Netzwerke aufbaut, die anderen Menschen wirklich was Gutes tun will. Das heißt, von allem, was du wirklich überzeugt bist, von Herzen heraus, das empfiehlst du ja auch wirklich weiter. Und jetzt stell dir vor, dass deine Empfehlung Wert hat. Das heißt, immer wenn durch deine Empfehlung jemand über einen Link kauft, bist du beteiligt, nämlich lebenslänglich. Und die Firma, mit der du arbeitest, die spart einfach die ganzen Werbekosten ein. Und sie müssen nicht überall ein Ladenlokal haben. Also Birkenstock wird ja überall verkauft. Da gibt es eigene Firmen, da gibt es Schuhgeschäfte, die einfach diese Schuh oder diese Marke im Angebot haben. Aber das ist ja ein riesiges Händlernetzwerk. Die müssen überall sein im Endeffekt. So. Aber ich zum Beispiel kaufe immer mehr über persönliche Empfehlungen. Nicht über Werbung, wo ich im Internet sehe oder was auch immer, sondern persönliche Empfehlungen. Das ist das, was mich heute interessiert. Weil es sagen ja eh alle, sie sind die Besten, sie sind die Geilsten und. Und ich finde das Konzept so genial, weil ihr wisst ja, wer mein Buch gelesen hat, weiß, ich bin ein Verfechter von Unternehmertum. Das absolut.
Und ich liebe es, Menschen groß zu machen. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzukommen. Ich liebe es, Menschen einen echten Mehrwert zu geben. Und wenn ich ein Produkt habe, wo ich weiß und selber spüre, wie gut es ist, weil ich es einfach liebe, dann gebe ich es auch gerne weiter und dann interessiert mich natürlich, was die andere Person für eine Erfahrung gemacht hat. Und stell dir jetzt vor, du bist jetzt immer und immer und immer wieder beteiligt. Und stell dir vor, du könntest das Ganze noch mit einem Verbrauchsprodukt machen. Also mit Produkten, die tagtäglich immer wieder leer werden, aber einfach top sind und die Menschen sagen, hey, ich kann nicht mehr ohne das, weil ich einfach merke, was es bei mir bewirkt. Dann hast du einfach eine Goldgrube. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich weiß, dieses Networking wird ja manchmal ein bisschen belächelt und manchmal wird es kritisiert. Und ich kann euch einfach sagen, ich bin seit 22 Jahren in dem Bereich unterwegs. Für mich gibt es nichts Seriöseres und keine Möglichkeit auf dieser Welt, was ich bis jetzt jemals gesehen habe, gibt dir mehr Möglichkeiten. Hier bist du nicht gedeckelt. Gegen oben alles offen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, du kannst überall leben auf der Welt. Es ist heute ein Mausklick und alles ist gut. Das heißt, du kannst wirklich sagen, okay, Schweiz passt mir nicht mehr, wir gehen nach Zypern. Das war jetzt bei uns so, dass wir sagen, wir wollen mehrere Wohnsitze haben. Wir haben Wohnmobil, wir haben Immobilien in Zypern, wir haben Immobilien in der Schweiz. Wir überlegen uns noch weitere Plätze, einfach die Flexibilität zu haben. In der heutigen Zeit weiß man ja auch nicht, wohin es geht. Auch manchmal politisch, will ich das wirklich, will ich das nicht? Und umso freier, umso flexibler du bist, umso mehr hast du dein Leben im Griff und bist am Steuer deines Lebens und nicht hinten raus oder nicht irgendwo im Beifahrersitz, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und deshalb die Frage, ist dir das wichtig? Mir ist das wichtig und deswegen ist Community-Aufbau, Community-Builder das Beste, was du machen kannst. Und da gehen wir noch ein bisschen tiefer. Wenn du eine Community aufbaust, dann schaffst du wirklich einen Mehrwert. Wenn Menschen zusammenkommen, und sich gegenseitig unterstützen in dem Thema, wo du unterwegs bist, dann ist das einfach eine wunderschöne Sache. Weil es geht nicht darum, jeder gegen jeden, wo vielfach ja auch im Angestelltenbereich sein die Realität ist, jeder will seinen Job verteidigen und und. Jetzt findest du plötzlich eine Community, die arbeiten zusammen, die unterstützen sich gegenseitig, die haben ein geiles Produkt. Die bewegen miteinander was. Das ist so kraftvoll. Ich sag's euch. Und bei uns ist es ja weltweit. Und ich lieb's einfach. Und du hast ab dem Moment plötzlich keine Grenzen mehr, was Business angeht. Und es ist viel schneller und besser möglich, als du denkst, hier in so einem Bereich hauptberuflich zu arbeiten oder wirkliche Freiheit aufzubauen. Es ist viel einfacher, als man denkt. Die Voraussetzung ist einfach, man muss ein bisschen Zeit investieren. Eben, ich sage, ab 5 Stunden beginnt das und das ist wirklich diese 5 Stunden, die sollen dann auch gezielt investiert werden. Also nicht einfach so, ja, schauen wir mal, sondern wirklich, wie es dein Job ist. Und das ist ja das Schöne, wenn du heute noch angestellt bist, kannst du ja machen, kannst du parallel aufbauen. Und das Schöne hier ist, jetzt zum Beispiel bei mir, ich arbeite das ja nicht, ich lebe das. Das ist auch jetzt hier, ich habe kein Skript, gar nicht, weil es mein Leben ist. Ich rede über mein Leben. Das, was ich tagtäglich mache. Das, was ich als Unterschied sehe. Da, wo ich die Leute unterstützen kann. Und bau deine eigene Community auf. Das ist das große Ding. Dabei kann ich dich unterstützen. Du wirst in dieser Videoserie noch viel dazu lernen. Aber das ist meine Expertise. Da bin ich unterwegs seit 22 Jahren. Wie schaffst du es mit 5 Stunden in der Woche total flexibel von zu Hause aus dein eigenes Business aufzubauen? Und das ist etwas, was ich favorisiere. Ich favorisiere Ehrlichkeit. Nicht Werbung über Medien oder was auch immer. Das ist ja alles gefaked vielfach. Wie viele Produkte gibt es, wo in den Medien oder in der Werbung was versprochen wird, was nicht die Realität ist? Ist eine Scheinwelt, ist gelogen normalerweise. So, man will das besser dastehen lassen, als es wirklich ist.
Aber wenn du das von Menschen hörst, dass die wirkliche User sind, ist das eine ganz andere Geschichte. Und deswegen, das Einzige, was zählt, ist, wenn du was selber ausprobiert hast oder mit Menschen zusammenkommst und es selber fühlst. Weil im Außen gibt es manchmal auch Leute, die werden einfach schlecht hingestellt. Warum? Weil sie so gut sind. Wenn sie so gut sind, gibt es immer Menschen, die Neider sind oder Angst bekommen, dass die Person dann erfolgreicher sein könnte oder ein Trend entwickeln könnten, was nicht in der Idee ist, was die einen oder anderen effektiv haben. So, und deswegen ist es so wichtig, dass du deine eigene Meinung hast. Das ist die Basis von allem. Und das Größte ist, bau dein eigenes Leben auf. Bau deine eigene Community auf. Bau das auf, was deine Familie dir selber Spaß macht und vor allem dir das gibt in Zukunft, was du wirklich verdienst und wo du wirklich dein Potenzial leben kannst. Genau, ich freue mich schon auf die nächste Serie. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Alles Liebe von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.